Buschbohnen, Kohlrabi, Mangold, Spinat und noch viel mehr. Das alles kann man vom Balkon ernten. Einfach natürlich gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen und ein großes Hallo. Hier ist wieder der Podcast für Garten-Nerds und Pflanzenfreunde und für alle, die es auch werden wollen. Sabine, du bist auch wieder mit dabei. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ich bin auch gerne mit dir hier zusammen. Sabine, danke schön. Es wird heute mal wieder lecker und zwar für alle. Nicht nur, wenn man jetzt einen Garten hat, sondern ein Balkon reicht da in manchen Dimensionen auch schon aus. Es geht natürlich um das Hochbeet auf dem Balkon. Genau. Sabine, viele träumen ja von so einem kleinen Ernteparadies auf dem Balkon. Ist denn ein Hochbeet dafür die Lösung? Also ich finde ja, Hochbeete sind für fast alles die Lösung. Gut. Sie sind praktisch, sie sind pflegeleicht und bieten so viele Möglichkeiten. Und für den Balkon sind sie perfekt passend. Ich finde es auch ein bisschen praktischer, als in so vielen einzelnen kleinen Gefäßen rumzuputschern. Ist auch meistens besser für die Pflanzen. Aber bevor wir jetzt wild drauf losbuddeln, was genau ist denn eigentlich ein Hochbeet? Genau, für die Balkonleute, die ja von Hochbeeten grundsätzlich keine Ahnung haben wahrscheinlich. Also ein Hochbeet ist einfach ein Gartenbeet, das höher liegt als der normale Boden. Das kann im Garten stehen, das kann aber eben auch auf dem Balkon stehen. Und es hat einfach viele Vorteile. Erstens mal, das, was auf der Hand liegt, es ist ja ein hohes Beet, das heißt, ich muss mich nicht so tief bücken und ist von daher für Leute mit irgendwelchen Beeinträchtigungen, für ältere Leute super, weil, wie gesagt, ich kann im Stehen gärtnern. Die Erde erwärmt sich auch schneller, sodass die Pflanzen grundsätzlich früher wachsen und auch schneller wachsen. Ich könnte ja generell eigentlich auch im Rolli arbeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar Bausätze, speziell für Rollifahrer, die man so unterfahren kann, wo ich also wirklich im Sitzen so ein bisschen mit den Beinen und mich gar nicht so oberkörpermäßig drehen muss. Ja, fantastisch. Ja. Genau, also das ist super. Es macht natürlich auch unabhängig vom Untergrund. Gut, beim Balkon habe ich keinen Untergrund, aber es könnte ja sein, dass ich mitten in der Stadt im Innenhof irgendwo die Möglichkeit hätte, ein Hochbeet aufzustellen. Und das kann ich sogar auf den Asphalt stellen. Das geht auch. Ich fülle ja Erde rein. Also es ist quasi ein Kasten, ein Holzkasten mit Erde drin. Genau. Gibt es tatsächlich auch aus Kunststoff. Ja, stimmt. Irgendwie mache ich gerade viele Worte. Ich wollte das mal so ein bisschen simplifizieren. Bring es auf den Punkt. Genau. Okay, also das klingt quasi wie so ein kleines Wunderbeet. Kann man das so nennen? Ja, ich finde schon. Okay, und wie fange ich damit an? Zuerst guckst du erstmal, wie der Standort ist, den du so anbieten kannst für so ein Hochbeet. Also am besten ist natürlich ein Platz mit viel Sonne. 6 Stunden Sonne am Tag sind schon eigentlich schon das Minimum. Wenn du Sonnenliebhaber pflanzen willst, wie Tomaten und Paprika und sowas. Dabei auch dran denken, die Balkonbrüstung ist vielleicht besonders hoch bei dir oder es wirft das Gegenüberhaus wirft Schatten oder so. Also da ein bisschen drauf achten. Was auch klasse ist, wenn man auf dem Balkon ein Hochbeet hat, das Rollen hat, damit man es vielleicht, wenn man so mal 5, 6 Leute einlädt und der Platz ist ein bisschen knapp, damit man es mal vielleicht ins Wohnzimmer oder sonst wohin rollern kann. Außerdem sollte es möglichst leichtes Material sein, also leichtes Holz wie Kiefer oder Kunststoff sogar. Wobei ich bin jetzt kein großer Kunststofffreund, aber das geht natürlich auch. Denn wenn man so ein ganz normales Hochbeet sich besorgt, wie es diese Bausätze gibt, die man im Garten dann auch verwendet und dann dieses Beet von unten bis oben mit Erde füllt, dann werden die Dinger auch echt schwer. Das glaube ich. Geht denn das mit allen Balkonen? Also nicht, dass da irgendwas abbricht oder so. Ja, das einstürzt. Genau, deswegen würde ich so ein ganzes Hochbeet einfach nicht für einen Balkon empfehlen. Auf keinen Fall. Das wird einfach viel zu schwer. Es wird ja dann auch nass. Und so weiter. Deswegen gibt es speziell Hochbeete für einen Balkon. Die fassen nicht so viel Erde und deswegen wird es auch nicht so schwer mit denen. Und trotzdem kannst du einiges an Gemüse da anbauen. Okay, dann habe ich den Kasten da. Und wie befülle ich das jetzt auf dem Balkon? Wie gehe ich da vor? Ja, genau. Im normalen Hochbeet ist es ja so, da ist immer die Empfehlung, unten so grobe Äste reinzubringen und so. Aber im Balkonhochbeet hast du ja gar nicht so viel Tiefe oder Höhe vielmehr. Das ist so 20 oder auch 40 Zentimeter hoch. Das sind so die klassischen Varianten.
Und wenn du nur 20 Zentimeter Volumen da drin hast, also 20 Zentimeter Höhe, dann reicht da diese Hochbeet- und Gewächshauserde von Neudorf. Die ist bei uns natürlich wie immer torffrei, ist ja klar. Und selbst wenn ihr nicht unsere Erde nehmen wollt, bitte achtet auf torffreie Erden, ganz wichtig. Gibt auch mittlerweile bei diversen Baumärkten oder Discountern mittlerweile auch schon torffreie Erde. Bitte, bitte, bitte nicht mit Torf nehmen. Genau, so sehe ich das auch. Wenn du ein etwas größeres Hochbeet hast, das sind dann so diese 40 Zentimeter Varianten, da kannst du erst noch unseren torffreien Hochbeet und Garten Kompost reingeben. Der ist nährstoffhaltig und auch hat so eine grobere Struktur und dann noch 20 Zentimeter von der Hochbeet- und Gewächshauserde draufgeben. Dabei auch darauf achten, ich meine, das sackt schon noch ein bisschen zusammen, aber nicht viel. Deswegen nicht bis an die oberste Kante auffüllen, sondern ein bisschen drunter bleiben. Sonst hast du echt Schwierigkeiten mit dem Gießen. Dann läuft die Erde und mit dem Wasser vermischt einfach am Rand runter, will keiner. Also ein bisschen nicht ganz knallvoll machen. Ich denke, jeder mit einem Balkon und zumindest einer Pflanze darauf kennt das Problem. Ja, genau. Und was kann ich jetzt an so einem oder in so einem Balkonhochbeet mit nur 20 Zentimeter Erde oder weniger. Was kann ich denn da anbauen? Ja, also ich würde da jetzt nicht unbedingt die großen Stangenbohnen drin anbauen und so. Wahrscheinlich nichts, was tief wurzelt. Ne? Ja, genau. Aber du kannst wirklich eine Menge machen. Also erstmal diese ganze Salatvielfalt, die wir ja inzwischen zur Verfügung haben. Kopfsalate, Feldsalat, Rucola, Pflücksalate, Asiasalate, was auch immer. Da kann man ja schon ganz viel machen. Übrigens auch dann, das finde ich ja im Salat immer so schön, vielleicht auch mal eine Ringelblume da reinsetzen und so. Die kann man ja auch essen, die Blüten, finde ich immer total hübsch. Dann geht's weiter mit Spinat, mit Mangold, mit Kohlrabi, Radieschen, Buschbohnen, bis hin so diese kleinen Paprikasorten, so Snack-Paprika heißen die zum Teil, Lauchzwiebeln, Hängeerdbeeren oder normale Erdbeeren. Also all das geht in so einem kleinen Hochbeetchen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und um was würde sich dieser Speisezettel jetzt erweitern, wenn man 40 Zentimeter Erdschicht hätte? Da kannst du dann noch solche Wurzelgemüse reinsetzen, wie Karotten zum Beispiel oder anderes, was in der Erde wurzelt. Oder auch rote Beete und solche Geschichten. Alles an Kohl, was du dir denken kannst. Auch das geht dann noch. Also das würde quasi mit 20 Zentimeter Erde nicht funktionieren. Also eine Möhre in 20 Zentimeter würde ich nicht empfehlen. Nee. Höchstens sie auch wieder cool. So ganz kleinbleibende oder diese runden Möhrchensorten gibt es ja auch. Es gibt runde Möhren? Ja, es gibt auch runde Möhren. Abgefahren. Ja. Na gut. Was funktioniert denn nicht in diesen Balkonhochbeeten? Gibt es da irgendwas? Bestimmt, genau. Also was nicht so gut funktioniert, sind zum Beispiel Tomaten. Die brauchen schon, bei normalen Tomaten braucht eine Tomate mindestens 10, besser 15 Liter Erde und auch gerne einen eigenen Behälter einfach. Die braucht eine Menge und auch eine Menge Nährstoffe. Die brauchen Privatsphäre. Die brauchen Kann ich Privatsphäre. Brauche ich auch. Ich würde Kräuter auch separat pflanzen, denn die haben einen eher niedrigen Nährstoffbedarf. Und dann würde ich auch rankende Gemüsearten, da gibt es ja auch einiges, wie Gurken und Zucchini, die würde ich eher in größere Hochbeete oder in richtig große Gefäße setzen. Ebenso wie Kartoffeln, da gibt es ja diese speziellen Kartoffeltöpfe, die kann man da besser nehmen, weil Kartoffeln brauchen einfach ganz viel Erde. Ja, und dann dieser Kopfkohl, sogenannte, das geht schon, kann man anbauen, aber es dauert einfach, bis der Kopf dann ausgebildet ist. Also bei Blumenkohl, Wirsingkohl und so weiter, die stehen ja auch im Gemüsebeet schon ziemlich lange und im Hochbeet. Ja, dann hast du da vielleicht 3 Wirsingköhler und viel mehr Platz ist dann da nicht und Köhler. Dann wartest du. Nein, ist das die Mehrzahl von Kohl? Auf gar keinen Fall. Ich fände es gut. Also ich nenne das jetzt Köhler. Ja, genau. Die Mehrzahl von Kohl. Und eine Sache muss ich nochmal, sorry, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen off-topic werde, aber du sagst immer Zucchini, Zucchini, ne? Also ich weiß es wirklich nicht, wie man das richtig ausspricht. Zucchini, Zucchini oder Zucchini, vielleicht ist das eine Frage für unsere Hörenden. Schreibt uns doch einfach mal, wie man das richtig ausspricht. Damit würdet ihr mir jedenfalls einen großen Seelenfrieden erweisen. Ich glaube, Sabine ist es ganz egal, die sagt dann weiter Zucchini. Aber also mich stört das gar nicht. Ich finde es ganz
kauzig. Ganz kauzig. Aber mich ja, würde das mal, mich würde das wirklich mal interessieren, wie man Zucchini richtig ausspricht. Wahrscheinlich müsste man mal einen italienischstämmigen, sprachigen Menschen fragen, der das ganz original ausspricht. Genau. Ja, genau. Okay. Also mich interessiert es übrigens auch. Ich finde natürlich meine Aussprache genau die richtige, aber ist völlig wer weiß. Fein. Bin ich fein mit. Wollte ich nur mal angesprochen haben. Du weißt, ist mir schon meine, öfter aufgefallen. Ne? Ja. Okay, Sabine. Und das Hochbeet steht jetzt in unseren Köpfen quasi und ist völlig vollständig bepflanzt. Und wie pflege ich das jetzt? Wie geht das da weiter? Muss ich jeden Tag Unkraut jäten? Muss ich da jeden Tag bei und gießen wie so ein Weltmeister? Oder ist das vielleicht doch ein bisschen einfacher zu pflegen? Also es ist wirklich nicht viel, was man da machen muss. Viel Unkraut wird nicht kommen, weil du ja Erde verwendest aus dem Sack. Da ist erstmal kein Unkraut drin. Und das wenige, was da anfliegt, das wird auch schnell überwachsen von deinen Salaten und so weiter. Also ich finde, es ist wirklich sehr, sehr wenig. Ein bisschen musst du natürlich schon machen. Gießen ist natürlich ein Thema, vor allen Dingen, wenn es wieder im Sommer mal so heiß werden sollte. Also da muss man dann tatsächlich schon eventuell jeden Tag gießen. Wenn du große Gemüsepflanzen da drin hast, dann würde ich ein Wochenende wegfahren, ohne den Nachbarn Bescheid zu geben. Lieber nicht machen. Also da muss man vielleicht wirklich täglich gießen. Aber es kann schon ein bisschen mehr Wasser speichern als so ein Topf. Als so ein Topf, ja. Wo man jetzt wirklich morgens und abends im Sommer gießen muss. Genau. Es kommt aber auch drauf an, wie dicht du das bepflanzt, das Ding. Wenn du in so ein 20 mal 40 Zentimeter Hochbeetchen nur 4 Pflanzen setzt, dann verbrauchen die natürlich nicht so viel Wasser, als wenn du das voll knallst mit 10, 12 Pflänzchen, weißt du? Also je weniger Pflanzen, umso weniger Wasser auch. Ja. Sabine, gibt es denn da eigentlich irgendwelche Pflegemittel von Neudorf für das Thema Hochbeet? Mensch, wie gut, dass du das fragst. Das würde mich jetzt ja mal interessieren. Ja. Also man muss tatsächlich auch düngen. Erstmal ist in dieser Erde schon Dünger drin. Klar, die ersten 4 Wochen braucht man gar nichts machen. Bei Salaten kann man sich dann auch noch mal weitere 4 Wochen Zeit nehmen. Aber dann sollte man schon mal düngen. Und wenn ich diese früchtebildenden Gemüsesorten habe, wie diese kleinen Paprika, wie eine Buschtomate oder so. Das sind die sogenannten Starkzehrer. Da muss ich dann irgendwann tatsächlich mal so alle 1 bis 2 Wochen sollte ich die mit Nährstoffen versorgen. Natürlich mit organischen Düngern und natürlich haben wir da was. Entweder gleich mit dem Gießwasser unser Biotresol-Hochbeetdünger, das ist ein organischer Dünger. Oder wer lieber was streuen möchte, den gibt es auch als Granulat, dann ist es der organische AZ-Hochbeet- und Gemüsedünger. Führt ihr eigentlich auch diese mineralischen Dünger oder ist das eher gar nicht so Neudorf-Thema, weil zu unökologisch? Genau, nee, ist gar nicht unser Thema. Wir wissen, dass organische Dünger einfach viel besser für die Pflanzen, für den Boden sind. Die Mikroorganismen helfen ja auch, Nährstoffe den Pflanzen zur Verfügung zu stellen, sorgen auch für mehr Gesundheit im Boden. Also manche Krankheitserreger kommen ja aus dem Boden. Und wenn der Boden sehr lebendig ist, biologisch sehr aktiv ist, dann können die Mikroorganismen, die im Boden sind, sich auch schon mal um schädliche Krankheitskeime im Boden kümmern und die Pflanzen dadurch gesund erhalten. Und außerdem haben die organischen Dünger immer auch automatisch so eine Langzeitfunktion. Also die wirken nicht super schnell, aber dafür über eine längere Zeit hinweg. Und du kannst damit praktisch nichts falsch machen. Du kannst die Pflanzen praktisch nicht überdüngen und keine Verbrennungen hervorrufen, wie das bei einer Überdüngung mit mineralischen Düngern der Fall ist. Okay. Sabine, hast du denn sonst noch irgendwie Tipps zum Thema Hochbeet auf dem Balkon? Naja, immer mal so ein bisschen genauer angucken, die Blattunterseiten angucken, weil da ja gern die Schädlinge sitzen, Blattläuse und Co., die Mitesser. Man muss nicht gleich bei der ersten Blattlaus nervös werden. Vielleicht siedeln sich ja auch, wenn man ein paar Blütenpflanzen hat, auch ein paar Nützlinge an, so Schwebfliegen. Ein paar Marienkäfer. Und so. Ja, Marienkäfer. Genau, aber wenn es doch mehr wird, dann vielleicht doch mal was dagegen machen. Wir haben ja diese Pflanzendoktor-App, die hilft dann auch beim Erkennen der Schädlinge. Kann man auch mal nachgucken. Und ansonsten gibt es auch noch jede Menge Stärkungsmittel, die man verwenden kann. Also wir haben den Grundstoff Schachtelhalm oder auch Brennnessel. Die stärken das Pflanzengewebe, sodass Schädlinge tatsächlich auch weniger gut in die Pflanzen eindringen können.
Brauche ich denn noch irgendwie großartig Zubehör oder reicht das, was ich so standardmäßig bei mir im Schuppen hängen habe? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was du in deinem Schuppen hängen hast. Ja, eine Gießkanne. Ja, ist gut. Handschaufel. Ja. Das war's, glaube ich. Im Prinzip reicht das. Du kannst noch so... Ach so, ein Knipser für Rosen habe ich da noch. Ja, genau. Okay. Auch gut. Also interessant, was du in deinem Schuppen hängen oder liegen hast. Was noch ganz gut ist, ist so ein Dreizinkengrubber oder sowas, um die Erde vielleicht mal so ein bisschen aufzulockern. Mhm. Aber das ist es im Grunde genommen. Schere oder Messer und so und Gießkanne, das war es schon. Was noch ganz clever ist für so ein Hochbeet ist, da gibt es zum Teil diese Frühbeetaufsätze. Das ist so aus Plexiglas, am besten natürlich im gleichen Maß wie das Hochbeet. So ein Aufsatz, das ist dann wie so ein kleines Gewächshaus. Das habe ich schon mal gesehen. Mhm. Genau, das ist so damit, schräg, ne? Das ja, war so der Regen dann drunter. Ja, genau, ein bisschen schräg, ist ganz gut. Damit kannst du im Frühjahr früher loslegen und im Herbst kannst du die Saison noch ein bisschen verlängern. Also sehr praktische Angelegenheit. Und wenn sich jetzt hier jemand diese Folge angehört hat, der irgendwie einen Nordbalkon hat oder einen Balkon hat, wo nur morgens Sonne ist, geht das dann gar nicht oder kann man da trotzdem irgendwas machen? Also ich finde ja immer, lieber erstmal ausprobieren, bevor man sagt, nee, ich habe Schatten, da geht ja gar nichts. Manche Pflanzen brauchen weniger Sonne. Also zum Beispiel Mangold oder auch Kohlrabi, Radieschen, auch die Salate brauchen nicht so viel Sonne und Spinat auch nicht. Also im totalen Norden, okay, das ist herausfordernd, aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Na gut, was soll schiefgehen? Dann ja, mal wieder Gemüse aus dem Supermarkt, wie sonst auch. Naja. Sabine, hast du denn noch 3 ultimative Tipps, was das Thema Hochbeet auf dem Balkon angeht? Weil das war jetzt wieder sehr viel Input. Vielen, vielen Dank dafür natürlich. Aber auf 3 kurze, knackige Tipps runtergebrochen. Was würdest du da empfehlen? Also auf jeden Fall ans Gewichtssparen denken. Also kein richtig großes, volles Hochbeet wie für einen Garten auf dem Balkon setzen. Das wird zu schwer. Aber das ist Tipp 2. Man kann sogar schon mit 20 cm hohen Hochbeeten für den Balkon, da kann man schon eine ganze Menge ernten. Also ruhig mal ausprobieren. Und bitte nicht vergessen, das Düngen. Die Pflanzen brauchen einfach Nährstoffe, wenn sie hungern. Das ist so wie bei uns Menschen, dann werden sie unleidig und auch eher mal krank. Also ab und zu mal düngen, bitte gerne. Und wenn wir jetzt auch noch Fragen haben zum Thema Hochbeet auf dem Balkon oder irgendwas anderes, was das Gärtnern angeht oder was Neudorf angeht oder dich persönlich oder mich persönlich angeht, wie kann man uns denn oder euch denn erreichen? Ja, ich packe gerne wieder meine direkte E-Mail-Adresse in die Shownotes natürlich und freue mich über Nachrichten. Wir haben aber auf nordhof.de auch ein Forum, da kann man seine Fragen stellen und natürlich könnt ihr uns über Facebook und Insta direkt Nachrichten schicken. Dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Dann auf in die Hochbeet-Saison, würde ich sagen. Ja, genau. Unbedingt. Egal wie. Loslegen. Okay, ich lege jetzt los. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich muss auch in den Garten. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.